Lala laber doch, das Stotter-Podcast-Experiment von und mit Tobias. Servus und habe die Ehre zur, tada, 10. Ausgabe meines kleinen Podcast-Experiments. Wow, ja, wir haben es doch geschafft. 10 Ausgaben, wenn auch manchmal nur sehr, sehr, sehr kurze Ausgaben, manchmal nur sehr kurze Ausgaben, ist es so gewollt, nicht wahr? Aber cool. Ich bin schon ein bisschen stolz, dass wir jetzt 10 Stück geschafft haben. Und ja, ich hatte ja recht. Diesen Podcast hört niemand. Was absolut nicht schlimm ist und mir auch eigentlich wirklich nicht so egal ist. Es ist mir egal, es sozusagen. Auf Spotify habe ich genau einen Listener, das bin ich selbst. Auf Apple Podcasts weiß ich nicht, weil es da zu wenige Daten gibt, um überhaupt Analytics anzuwenden. Auf YouTube hat eine Episode, die ich mal angesprochen habe zum Thema Surface Duo, also es war glaube ich LLD6, müsste es gewesen sein, 60 Aufrufe. Nehmen wir da mal ein paar weg, halt von mir und weil ich es irgendwo mal halt verlinkt habe und da ja dann quasi so ein Webcrawler anspringt. Aber es haben andere Leute diese Episode gehört als ich. Und das ist doch auch schon mal was, nicht wahr? Naja. Nee. Ach, kennt ihr das, wenn ihr so ein Hobbyprojekt habt und es ist an einem Punkt angelangt, wo ihr zwar am Anfang dachtet, dass ihr dahin wollt, aber wie halt so oft bei Hobbyprojekten ist, dass das dann doch nicht so funktioniert. Und man erreicht es dann doch und man blickt zurück und sieht, ein Quelltext stand, ein Blogartikel oder jetzt wie bei mir 10 Ausgaben. Und ich muss wirklich sagen, ja, es macht mich stolz, auch mit meinem Sprachfehler, einfach Text und gesprochene Inhalte ins Web zu stellen. Es ist mehr so eine Selbstüberwindungsübung anstelle von, keine Ahnung, Reichweite generieren oder so. Von dem her, ja, nichts von dem her. Ich bin glücklich und das ist das Wichtigste bei meinem kleinen Podcast-Experiment. Ach ja. Ich bin am Überlegen, was ich mit dem in der Zukunft mache. Also es wird natürlich ab und zu neue Ausgaben geben und so weiter. Ob ich den vielleicht als Video-Vlog machen soll, also mit Kamerabild. Ich habe ja einen Greenscreen eigentlich und den müssen wir auch mal wieder einsetzen, nicht wahr? War ja teuer genug. Naja, ich glaube, das Ganze wird die Zeit zeigen, nicht wahr? Auf jeden Fall, wenn es einer hört, Dankeschön, dass du mir zuhörst. Ich wünsche euch allen noch einen wunderbaren Abend. Habe die Ehre. Servus und Baba, euer Tobi.